Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part der HSV-Karriere. Jetzt geht es gegen Greuther Fürth. Ich habe endlich das Rätsel geklärt, weshalb man keine anderen Schuhe nehmen konnte. Man muss sie alle erst im Shop kaufen, dann kann man zum Beispiel bearbeiten und benutzen. Ja, scheißegal, wir spielen jetzt gegen Greuther Fürth. Wir sind Erster in der Tabelle. Greuther Fürth ist auf Rang 15. Und ja, so sieht die restliche Tabelle sonst aus. Ich mache die Aufstellung, dann sehen wir uns im Spiel wieder. Let's go. Super. Echt super. Ich habe zu viele Spieler, merke ich gerade. So, gehen wir rein gegen Greuther Fürth. Ich muss jetzt schweren Herzens Bobby Wood zu Hause lassen. Adrian Fein auch. Nee, scheiß auf. Ich nehme keinen Torhüter mit, es tut mir leid. Ich habe auch mal einen Kommentar dazu gelesen, dass das scheiße gefunden wird, aber es verletzt sich eh nie einer in FIFA. Klar ist es realistischer, einen Keeper mitzunehmen, aber es ist Bullshit in FIFA. So, gehen wir rein. So, neunter Spieltag gegen Greuther Fürth. Der Ex-Verein von Karl Lettnerei ist bei uns zu Gast. Edgar Pripp hat da, glaube ich, auch mal gespielt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wer sich fragt, warum ich gerade an Edgar Pripp denke, den hatte ich in der letzten HSV-Karriere, hat sich dazu eine Legende entwickelt. Ja, Václav Kadlec ist mit der Saison seines Lebens bisher hier in der zweiten Liga schon 14 Buden gemacht, was einfach überragend ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Let's go gegen Greuther Fürth. Irgendwie ist der Trainer an. Du bist scheiße! Oh, die Chance für Greuther Fürth und da gehen sie direkt in Führung. 11. Minute, 1:0. Ganz bitter gelaufen. Keita Ruel. Ah, der ist doch auch relativ talentiert oder nicht, beziehungsweise technisch stark, glaube ich. Stefaniak ist wieder in der zweiten Liga. Ist das denn echt auch so? Ich weiß es nicht. Hat einen riesen Fehler gemacht mit seinem Schritt damals nach Wolfsburg, finde ich. Leibold mit dem Lupfer für Sonny Kittel. Sonny Kittel! Den kann man mal so Volley nehmen. 14. Minute Ausgleich durch Kittel. Mit links nimmt er den einfach mal Volley. Richtig stark gemacht. Keine Chance für den Keeper. Das ist die richtige Antwort, würde ich mal sagen. Sehr schön. Auch stark gemacht von Leibold. Im richtigen Moment gespielt. Und dann nimmt er ihn natürlich überragend. Kreiro auf außen durch. Kreiro legt ihn rein. In der Mitte ist Kadlec. Der Ball ist im Netz. Ist aber, denke ich, ein Eigentor gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. 2-1 für uns. Der Tscheche kriegt aufgelegt von Kreiro. Ja, und der Ball war hinter der Linie. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Das brauchen sie hier eigentlich nicht machen mit der Torlinientechnik. Fania, die Chance, Heuer Fernandes. Und da ist das 2:2. Greuther Fürth ist direkt wieder back in business, weil wir es nicht verteidigt kriegen. Also defensiv sind wir wirklich nicht stark aufgestellt, muss ich sagen. Beziehungsweise machen es einfach nicht stark. Das war aber auch schon in FIFA 19 mein Problem. Von daher kann man da leider nichts gegen machen. Natürlich will Kairo laufen. In der Mitte Aaron Hunt! Alter! Dass der so köpfen kann, wusste ich gar nicht. Steigt hoch und setzt ihn an die Latte. Schade. Ja, die spielen aber auch gut mit, die Fürther. Stefaniak, Heuer Fernandes. Junge, eine Reihe holt sich den Ball super wieder. Kin Zombie, jetzt muss Kadlec irgendwie richtig starten. Macht er eigentlich kaum. Kadlec legt ihn in der Reihe auf. 3-2. 45 plus 1, Karl in der Reihe, der hat den Ball erobert, den Angriff somit eingeleitet und schließt ihn zum Glück auch ab. Da habe ich wieder sehr, sehr lange gewartet, ob ich mit Kamletz abschließen kann oder mit einer Reihe, und einer Reihe war letztendlich die klügere Version. Ja, und das brauchen wir uns nicht groß angucken, schiebt halt ein gegen seinen Ex-Verein, gegen Greuther Fürth. Ich meine, da hat er gespielt, oder? Ich bin mir gerade wieder nicht ganz sicher, aber ich meine, da haben sie ihn hergeholt. Macht ihn nass auf der Seite. Heuer Fernandes. Heuer Fernandes nochmal. Den nimmt er einfach Volley, Alter. Ist der verrückt? Havard Nielsen versucht das Tor des Jahres. Oh, stark gemacht auch von Heuer Fernandes, muss ich sagen. Egal, Karl Letz hat den Ball wieder. Kittel. Kairo. Kittel. Jo, Karl Letz. Allein auf weiter Flur. 4:2. Ein Spiel ohne ein Tor von ihm. Das kennen wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Doch, das allererste hat er keins gemacht. Hat er nur vorbereitet. Aber gut gemacht von Kittel, der durchsteckt. Kadlec dann alleine vom Keeper vor Burchard. Und im letzten Moment abgeschlossen, wird er nochmal umgerissen von eben jenem. Aber noch das 4:2, was relativ wichtig war. Langsam.
Jetzt kann ich das auch so machen. Kittel, Narei, Khaled Narei. Setzt ihn am Tor vorbei. Alter, Riesenchance. Schön Volley genommen. Da hätte Burchard keine Chance gehabt. Ah, ärgerlich, ey. Ärgert er sich selber auch. Eisfeld. Setzt sich gut durch. Sieht Khaled Burchard. Riesenparade. Ich wollte eigentlich auf Kittel spielen. Ich weiß gar nicht, warum der nicht gelaufen ist. Nächste Chance für Greuther Fürth. Die sind offensiv echt stark. Und wir müssen immer wieder im letzten Moment dazwischen stark gespielt. Ich weiß gar nicht, ob Papadopoulos dran war oder ob es Heuer Fernandes war. Es war Papadopoulos. Das wäre das 4:3 gewesen, nämlich. Die Chance. Wieder Heuer Fernandes und Papadopoulos klärt. Alter. Das war heftig, wie er den da rausholt. Irgendwie mit ganz viel Glück. Nächste Chance, wieder Heuer Fernandes. Wir schwimmen. Zum Glück haben wir die zwei Tore Vorsprung. Also selbst wenn hier eins fällt, haben wir noch das eine zwischen uns und Greuther Fürth. Harvard Nielsen, nächste Gelegenheit. Diesmal haben wir mal ein bisschen Glück, dass die Torhüter scheinbar ein bisschen overpowered sind in diesem Spiel. Und ich gebe ihn gleich wieder her. Nice, stark von mir auf jeden Fall. Aber Eisfeld macht das gut. Und schickt gleich mal Khaled. Václav Khaled, der war ganz schön abgemeldet dieses Spiel. Also ein Tor und eine Vorlage heißt in diesem Fall mal abgemeldet. Adrian, 88. Minute. 5:2, das ist die Entscheidung. Der Brasilianer netzt ein, nach seiner Einwechslung kam für Sonny Kittel. Und mit dem linken Fuß schweißt er den dann einfach mal ein. Gut wie Khaled sich durchsetzt, gut wie er dann auch noch die Übersicht bewahrt. Und Adrian, ja, trifft ihn stark, würde ich mal behaupten. Mit seinem schwachen linken Fuß. Und Burchard kann nur hinterher fliegen. Vierter Treffer von ihm. Auch er richtig stark. Obwohl er fast nur Einwechselspieler ist. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen ändern. So, das war's. Wir gewinnen mit 5:2 gegen Greuther Fürth. Wieder ein spektakuläres Spiel. Wieder viele Tore gefallen. Aber im Endeffekt sind wir die verdienten Sieger. Und setzen uns hier wieder durch. Khaled wieder mal mit 3 Torbeteiligungen. Also, ja, ich wollte das sagen, heute nicht so eine starke Leistung, aber 3 Torbeteiligungen sind trotzdem stark. Mein Stuhl knackt, wundert euch nicht. Das reicht jetzt. Hör schon auf damit. Ich habe ein Problem mit meinen Drüsen. Das wären dann $60. So, Interview nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich die immer reinschneiden werde. Wenn irgendwas Neues kommt, werde ich wahrscheinlich mal zwischenschneiden, denke ich mal. Sonst nicht, außer ihr wünscht das. Adrian Thor besiegelt die 4. Niederlage. Ja, das stimmt tatsächlich. Der hat das eigentlich dann fix gemacht, den Sieg. Schottland möchte, dass ich Nationaltrainer von denen werde. Nee, sorry. Oder gibt's Karamoko Dembele eigentlich schon? Ey, der ist doch schon im Kader von Celtic Glasgow, oder nicht? Egal. Boo, Wendy, boo. Boo, Wendy, Testeburger, boo. In den Kommentaren habe ich was gelesen, und zwar, dass Khaled die 9 bekommen soll und, ja, Papadopoulos bekommt dementsprechend eine echte Verteidigernummer. Wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen, aber macht man nichts. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would... So, Topspiel in Bielefeld gegen Bielefeld. Die haben Fabian Klos, der ist der drittbeste Torschütze. Hat einfach 10 Tore weniger als Khaled. Ratu. Okay, nein. Ich mache die Aufstellung, dann sehen wir uns bei der fertigen Aufstellung wieder. So, gehen wir rein gegen Bielefeld. Ich habe ein bisschen was geändert, und zwar Duziak auf Außen, auch wenn ihr euch Wagnermann mehr wünscht, aber der hat mir im letzten Spiel nicht so gefallen. Amici von Anfang an, ich hoffe, das ist kein Fehler in so einem Top-Spiel, mal gucken. Und Adrian auf der 10, weil Hand im letzten Spiel nicht ganz so geil war. Dafür auf der Bank, falls wir ein bisschen mehr Ruhe im Spiel brauchen. So, so können wir reingehen. Ich würde sagen, let's go. So, 10. Spieltag, Top-Spiel in Bielefeld. Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. Die beiden Vereine mögen sich ebenfalls, aber hier geht es jetzt erbittert um Platz 1, würde ich mal sagen. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, denn wir haben ja eben gerade gegen Greuther Fürth einfach mal Probleme gehabt. Sorry, meine Stimme. Und dementsprechend mal gucken, wie wir Fabian Klos unter Kontrolle kriegen. Let's go in Bielefeld. Adrian, der Ball verspringt Klos so ein bisschen. Khaled, Khaled! Knapp daneben. Und Kittel hat den Ball. Ja, jetzt ist eine Reihe scheiße gelaufen, deswegen macht Khaled es alleine. Khaled! Da war der Torhüter noch dran, das gibt's ja gar nicht. Riesengelegenheit. Oh, fuck. Was? Er spielt doch nur den Ball. Es kann auch rot geben, wenn er Bock drauf hat.
Macht er nicht. Okay. Und dann gibt's den Freistoß durch Schütz. Oder auch nicht. Doch, Schütz macht's. Schütz! Und der ist drinne, 1-0 Arminia Bielefeld im Topspiel hier. In der 48. Minute. Da stehen schon wieder Zuschauer im Stadion. Läuft. Na, er lässt ihn schießen und den macht er dann auch echt rein. Obwohl wir gesprungen sind, glaube ich, oder? Sind wir gesprungen? Ich hoffe es. Wäre bitter, wenn nicht. Ja, wir sind gesprungen. Das ist jetzt echt bitter gelaufen. 1-0 Arminia Bielefeld. Und das zu einem Zeitpunkt, der jetzt echt aus unserer Sicht ungünstig ist. Es geht so in die Pause. 1-0 Bielefeld. Gut gemacht. Das ist Duziak in der Mitte. Kinzombi. Komm, na rein. Komm, Kittel. Ja. Durchstecken. Kandlitz, mach ihn rein. Kandlitz, das gibt's nicht. Was eine Chance, den muss er reinmachen. Ey, der Junge hat 15 Tore und macht so eine Chance nicht rein. Da sieht Kandlitz, da sieht wieder Kandlitz eine Reihe. Und jetzt fehlt natürlich irgendwer in der Mitte. Findet wieder Kandlitz. Kandlitz! Jawoll, ey. 72. Minute, da ist der wichtige Ausgleich. Durch Václav Kandlitz, durch den Tschechen, vorbereitet von Kandlitz eine Reihe. Das haben sie zu zweit ganz gut gemacht, die beiden. Denn ich hätte den Ball jetzt ja verloren, wenn ich mit einer Reihe das irgendwie selbst gemacht hätte. Deswegen musste ich zurückspielen. Es ging gar nicht anders. Diesmal war es nicht egoistisch, um Kandlitz ein Tor aufzulegen, sondern es ging nicht anders. Aber er macht das auch gut zum Glück. Hat ein bisschen Probleme bei der Ballannahme, aber easy. Jatta. Fein. Hat mal ein bisschen Platz. Fein! Junge! Kann der so heftig schießen oder was? 86. Minute, Adrian Fein. 2-1 gegen Bielefeld. Überragender Abschluss von Adrian Fein. Junge. Alter, den kann man mal so reinmachen. Jatta auf Kandlitz, der lässt klatschen für Adrian Fein. Und boah, Alter, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass er den so reinmacht. Kandlitz, das ist so schlecht verteidigt. Sieht im Rückraum eine Reihe. Der macht ihn nicht rein. Egal. Wir gewinnen das Spiel mit 2-1 gegen Arminia Bielefeld. War ein richtig heftiger Krampf, muss ich sagen. Das war wie, als wenn man nachts aufwacht von einem Krampf. Okay, nein, so schlimm war es jetzt nicht. Das ist so ziemlich das Schmerzhafteste, was du in deinem Leben erleben kannst. Aber war schon spannender als gedacht in diesem Spitzenspiel hier. Wir sind nicht ohne Niederlage. Hallo, wir haben gegen Karlsruhe verloren. Everton will öfters spielen. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt auch ein bisschen öfters spielen, denn der gute Van Drongelen hat ein bisschen Probleme. So, Pokalspiel gegen Bochum. Ich mache die Aufstellung. Dann sehen wir uns bei der fertigen Aufstellung wieder. Wie immer eigentlich. So, gehen wir rein ins Spiel gegen Bochum, ins Pokalspiel. Und liegt unter anderem daran, dass ich Kandlitz ja nicht immer spielen lassen kann. Genauso wie Kittel. Von daher habe ich mal ein bisschen sehr viel rotiert. Mal sehen. Ich hoffe, das geht nicht schief. Dann sehen wir uns im Spiel wieder. So. Willkommen im Volkspark. Runde 2 des DFB-Pokals gegen VfL Bochum. Wir treten mit einer relativ starken zweiten Mannschaft auf. Es sind viele Männer dabei, die eigentlich auch Startelf spielen könnten, aber ja, wir haben ein bisschen Luxusproblem, möchte man sagen. Dazu gehören zum Beispiel Leute wie Bobby Wood, der eigentlich mit einer 71 echt stark ist. Jairo auch, so ein Wackelkandidat. Fein, Moritz, das sind alles eigentlich richtig gute Spieler für die zweite Liga, aber wir haben Leute, die einfach abliefern momentan. Deswegen dachte ich mir, jo, im Pokal können wir es mal machen gegen Bochum. Ich hoffe, es ist kein Fehler, wie gesagt. Hier unsere Aufstellung. Wir sind logischerweise der Manager. Im Tor Pollersbeck. Davor Everton und Ambrosius. Cemera. Rechts, Wagnermann links. Moritz, Eisfeld, Fein. In der Zentrale Amici und Jairo auf Außen. Und Woods im Sturm. So treten wir auf gegen die Bochumer. Ich bin selber sehr gespannt. Wie gesagt, in FIFA 19 hatten wir genau das gleiche Duell. Was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte gerne gegen irgendwen anders gespielt. Aber egal, hier die Aufstellung von Bochum. Könnt ihr schon mal auf die Bank gucken, ob ihr irgendwen kennt. Dani Blum fällt mir da zum Beispiel auf. Ehemaliger Nürnberger. Janelt kommt mir auch bekannt vor. Im Tor Grave, davor Baumgartner, Lorenz, rechts Schelezzi, links Kokovas, Lucia und Tesche. Davor Lee Chung-Jung. Links Zoller, rechts Meier und im Sturm Ganwula. Ja gut, Zoller kennt man logischerweise auch. Celozzi kenne ich zum Beispiel auch. Da sind schon ein paar Namen bei, die einem was sagen sollten.
aber alle kann man dann auch nicht kennen. Gut, der Volkspark ist natürlich eine wunderschöne Spielstätte für so ein Spiel. Deswegen DFB-Pokal, let's go gegen Bochum. Bobby Wood zieht mal an, sieht Amici. Amici! 8. Minute, 1:0 gegen den VfL Bochum durch den jungen Mann Amici. Erste Offensivaktion von uns und die landet direkt im Netz, richtig stark. Ich finde, Bobby Wood sieht übrigens sehr realistisch aus, falls ihr den gerade gesehen habt. Gute Aktion auch von eben jedem von den US-Amerikanern und der sieht dann Amici und der zieht ab. Keine Chance für Grave im Tor, hieß er so? Ich hab's vergessen. Läuft bei mir. Richtig starkes Gedächtnis. Aber auch starker Abschluss mit dem linken Fuß durch Amici. Schickt Bobby Wood. Bobby Wood mit der Flanke. Hinten ist Jairo. Jairo! Schade. Gute Idee. Amici. Geht vorbei, kriegt den Elfmeter. 21. Minute. Nächste gute Aktion von dem jungen Mann. Und Kokovas, ja, provoziert den Elfmeter. Dumm gemacht. Gut angezogen von Amici. Und dann grätscht er nur Amici um nicht mal ansatzweise den Ball. Und es gibt Elfmeter Bobby Wood gegen Grave. Und Bobby Wood macht ihn rein. 2:0. Es läuft richtig gut. 22. Minute. Der macht auch bisher ein richtig gutes Spiel. Beide Tore sind von den gleichen Leuten eingeleitet worden quasi. Bobby Wood hat die Vorlage zum 1:0 für Amici gegeben. Amici hat quasi dieses Tor hier vorbereitet, indem er den Elfmeter rausgeholt hat und Bobby Wood macht ihn rein. Fein. Eisfeld. Gut gespielt. Für Jairo, Eisfeld wieder. Im Rückraum sieht er Jairo Samperio. 40. Minute, 3:0. Bochum kann uns nicht entgegensetzen und wir sind auch noch gut vorm Tor. Das ist ja eine richtige Seltenheit. Das ist ein richtig schön gespielter Angriff gewesen, finde ich. Eisfeld verteilt den Ball da super. Erst nach hinten, dann sieht er, wie Jairo vorne frei steht. Jairo auf Eisfeld, Eisfeld auf Jairo. Das ist ein schöner Angriff gewesen. Auch wenn das hier ein bisschen lucky ist, wie ich da dann da durchkomme. Aber ist ja scheißegal. Gar kein so überragendes Spiel, aber guter Ball jetzt mal auf Jairo. Der auf Eisfeld, der auf Jairo zurück. Jairo! Alter Schwede, was eine Bude vom Spanier. 46. Spielminute. Den schweißt er ja mal komplett ein. Alter! Damit hatte ich wieder mal nicht gerechnet, muss ich sagen. Gut, wie er nach innen zieht. Fast im Stile eines Arjen Robben, nur von der anderen Seite. Und der Abschluss ist ja überragend, Alter. Ich dachte mir, ja komm, ich zieh einfach mal ab, aber da passt ja alles bei diesem Schuss. Jairo Samperio, Junge. Boah, Alter, gegen Bochum machen wir halt die Traumtore. Das können wir einfach im Pokal gegen Bochum. Den musst du erstmal so erwischen. Seine Hose ist gerade gerissen, oder? Als ich meine Hose zerrissen habe. Egal, wir wollen noch einen drauflegen. Eisfeld sieht den fast schon übermotivierten Jairo Samperio. Jairo! Hattrick innerhalb kürzester Zeit durch Jairo Samperio. 5:0 vor der Pause. Alter! Und das ist wieder ein überragender Abschluss von Jairo. Vernascht er noch den einen Gegenspieler und dann zieht er ihn ins lange Eck. Keine Chance für Grave im Tor. Hat er gerade innerhalb von 5 Minuten ungefähr einen Hattrick erzielt, kann das sein? Also wenn, ist das glaube ich ein Rekord auf jeden Fall für Jairo. Vielleicht sogar für den HSV, vielleicht sogar im DFB-Pokal, man weiß es nicht. Das ist ja komplett krank, Alter. Jairo, beruhig dich! Wagnermann, Eisfeld, Wood, Wagnermann. Überragend gespielt, Wagnermann braucht in der Mitte eine Anspielperson und da ist Adrian Fein, 6:0. Alter, was ist denn los mit denen gerade? Das ist ja überragend, Adrian Fein steht auch komplett richtig, Flanke von Wagnermann kommt auch super an und dann kommt da per Flugkopfball eingeflogen und trifft perfekt gegen die Laufrichtung vom Keeper ins obere Eck. Alter, besser kann man den halt nicht platzieren. Das ist ja komplett krank, gerade. Tut mir ein bisschen leid da gerade im Tor, weil da kann man wirklich nichts machen. Den kann man nicht genauer platzieren. Das
geht nicht. Schaltet sich jetzt auch mal wieder mit ein. Wird umgepumpt. Es gibt den Elfmeter. 56. Minute. Ja, da hat er aber auch gut den Ball gespielt, finde ich eigentlich. Hätte man jetzt nicht unbedingt pfeifen müssen. Grätscht den Ball weg. Grätscht natürlich auch Bobby Wood weg. Aber schwierige Sache. Gibt auf jeden Fall den Elfmeter. Bobby Wood gegen Grave, das hatten wir schon im ersten Durchgang mal. Wood trifft den Pfosten, schade, das wäre das 7:0 gewesen, aber ist auch egal. Muss ja nicht alles sitzen. Aber Grave hatte auch die richtige Ecke diesmal. Ja, aus Versehen ein bisschen lang gehalten. Aber Hinterseher kriegt den Ball wieder. Bringt die Flanke hinten ins Rairo. Den macht er dann nicht rein, oder was? Aber Moritz, 7:0, 67. Minute. Alter Schwede, Bochum weiß gar nicht, wie ihnen geschieht. Und Christoph Moritz mit dem Abstauber hier. Schade, ich hätte Rairo das vierte Tor auch noch gegönnt. Aber ist nicht gut platziert, leider. Moritz macht das dann um einiges besser im Nachschuss. Keine Chance für Grave, den noch irgendwie rauszuholen. Ball in die Beine von Moritz. Hinterseher. Kriegt den Ball zurück. Hinterseher, Hinterseher! Oh Gott, den Jubel wollte ich nicht machen. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich irgendwie versuchen, den Respektjubel zu machen, was ja gegen seinen Ex-Verein hier geht. Und dann macht er sowas. Es tut mir leid. Sorry. Das wollte ich nicht. 8:0 übrigens. 8:0. Jetta bereitet gut vor. Es ist aber auch so wegverteidigt. Da geht niemand mit Hinterseher. Der steht dann alleine vor Grave. Und Grave kann einem heute nur leid tun. Wieder Jatta. Und da ist Hinterseher. Der vergibt nochmal die Riesenmöglichkeit zum 9:0. Da brauchen wir uns jetzt aber eigentlich nicht drüber ärgern. Nope. Das lassen wir nicht mehr zu. Wir gewinnen das Pokalspiel gegen den VfL Bochum mit 8:0. Kairo Sampero mit einer überragenden Leistung. 3 Treffer hat er selber gemacht. Und das innerhalb von 5 Minuten vor der Pause. Da hat er mal eben richtig aufgedreht. Wood und Amici auch mit einer richtig starken Partie. Also, Alter, es lief einfach. Unser nächster Gegner im Pokal ist Greuther Fürth. Ey, sorry, aber es ist langweilig. Ich bin Erstligisten. So, Scouting-Updates gibt es 2. Ich melde mich, wenn was Heftiges kommt. Ja, vielleicht. Ja. Ja, ganz vielleicht. Sonst nur Bullshit. Junge, die Kroaten haben scheinbar keine guten Talente. Die sind alle scheiße. Er hier hat ein ganz okayes Potenzial, aber Gesamtstärke reicht nicht. Und ihn hier kann ich ins Profiteam übernehmen. Wo ist er denn, der Gute? Da ist er. Brand 1,88 ZOM und MS. Ja, hoch, niedrig, Arbeitsraten. 2 Sterne, schwacher Fuß, 3 Sterne, Spezialbewegung. Für den 17-Jährigen richtig stark. So, das Spiel mache ich noch. Pressekonferenz nehme ich auch dran teil. Mal sehen, was da jetzt kommt. Bin gespannt. So, gehen wir rein gegen Wiesbaden. Ich würde sagen, let's go. So, 12. Spieltag in Wiesbaden. Gegen die müssen wir eigentlich einen Sieg holen. Und Kadlitz kann weiter in Geschichte schreiben. Torprognose sind 57 Tore. Das ist schon beeindruckend, auch wenn ich mich wundere, dass es mehr geworden ist, weil er in den letzten Spielen kein Hattrick oder so erzielt hat. Und egal, mal gucken. Wir werden ja sehen, was am Ende bei rumkommt. Ist ja auch scheißegal jetzt erstmal. Kittel geht gut vorbei. Duziak, da wollte ich nicht hin, aber ist gut. Aber ist doch gut. Kadlitz! Jawohl, 1:0. Durch den überragenden Tschechen. Da wollte ich echt nicht hin. Ich wollte eigentlich nach ganz außen. Aber im Endeffekt war es ein wunderschöner, tödlicher Pass von Duziak. Also das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Klasse gelöst dann von Kadlitz. Klasse angezogen, klasse Abschluss. Wie man ihn halt kennt. Doch. Narei. Kadlitz, Doppelpack. So viel dazu, was ich eben gesagt habe, können wir gleich revidieren. Er hat auf jeden Fall mehr Tore als Spieler am Ende der Hinrunde. 18. Bude. Aufgelegt von Kadlitz Narei, der da einen sehr großen Anteil an diesem Tor hat. Boah, sind ganz schön wenig mitgefahren. Das ist sehr unrealistisch. Bei Hamburg fahren immer viele mit, egal wo es ist. Boah, war das überragend gespielt, Alter. Und Adrian kann leider am Ende nichts draus gewinnen. Duziak. Kadlitz. Adrian. Kadlitz!
60. Minute, 3:0. Da sieht der Torwart aber gar nicht gut aus, finde ich. Ich hätte nicht gedacht, dass er reingeht, der Ball. Ja, aber Kadlitz macht seinen Hattrick. 3:0. Von dem jungen Jugendspieler, der eingewechselt ist, ist bisher übrigens noch gar nicht zu sehen von Brandt. Der hat gefühlt noch keinen einzigen Ballkontakt gehabt. Aber Kadlitz, wie er leibt und lebt. Ja, komm Brandt, gut gemacht. Brandt schickt Adrian. Das war die erste Aktion von dem jungen Talent. Gefühlt im gesamten Spiel, Adrian. Wieder zu Brandt. Der Bobby Wood sieht Bobby Wood! Und der beweist auch, dass er immer noch ein guter ist. 65. Minute, 4:0, gerade eingewechselt. Erste Aktion. Kriegt er aufgelegt von dem jungen Brandt. Jakob Brandt, 17 Jahre alt, erste Partie heute. Und legt auch gleich ein Tor auf. Richtig stark gemacht. Aber es ist auch so schlecht verteidigt. Alter Schwede. Adrian. Und den nächsten Ball wieder. Schickt wieder Bobby Wood. 5:0. Und man kann den Ball scheinbar echt nicht mehr holen. 68. Minute, Doppelpack Bobby Wood, der ist gerade eingewechselt. Und spielt einfach mal komplett überragend direkt. Jakob Brandt. Jakob Brandt. Schlechter Abschluss leider. Sonst gute Aktion von dem jungen Mann, der sich jetzt doch ein bisschen mehr zeigt, seitdem Kadlitz draußen ist. Und wieder die nächste Aktion. Wieder ist es Brandt. Dem will ich sein Tor gönnen, aber er macht's nicht. Und Lüska, so, das wird's gewesen sein. Der wird jetzt abstoßen und dann war's das. Na komm. Jo, wir gewinnen auswärts in Wiesbaden mit 5:0. Gutes Debüt vom jungen Jakob Brandt. Kadlitz wieder mal mit einem Hattrick. Holt sich den Ball. 50% Quote, 6 Versuche, davon waren 3 im Netz. Das ist schon nicht schlecht eigentlich. So, wir gehen mal wieder die Statistiken durch. Kadlitz, 26 Torbeteiligungen schon in 12 Spielen. Krank, Rairo auch mit 10 Torbeteiligungen in 11 Spielen. Adrian auch richtig stark drauf, vielleicht sollte ich ihn doch spielen lassen, egal. Wood mit einer richtig guten Quote, 3 Spiele, 3 Tore, eine Vorlage. Das ist schon stark. So, irgendwer dabei, der sonst nur vorbereitet, ja, Eisfeld oder eine Reihe. Kittel ist schlechter geworden. Warum? Hä? Der spielt stark. 2 Tore, 3 Vorlagen. Hallo? Das, meine Damen und Herren, macht gar keinen Sinn. Egal, das war's mit diesem Part. Liked ihn gerne, wenn ihr Bock drauf habt und schreibt sehr gerne einen Kommentar. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Haut rein. Bis dann.